Hallo und herzlich willkommen zu Tag 3 im Theatercamp. Es ist Montag und das Stück ist immer noch nicht ganz fertig. Jedenfalls stand 17 Uhr. Ich bin jetzt schon hier, weil ich mich hier gleich mit einem Pressevertreter treffe und heute unseren ersten Pressetermin habe. Heute steht ansonsten auf dem Plan, wie gesagt, erstmal der Pressetermin, dann eine Leseprobe und einmal spielen. Wir werden heute das erste Mal auf dem Spielplatz tatsächlich spielen. Das steht heute an, das machen wir heute. Los geht's. Eine Stunde später ist der Pressetermin vorbei. Wir hatten ein sehr angeregtes Gespräch, das war ganz cool. Jetzt muss sie tatsächlich erklären, warum wir nicht gestört werden wollen. Ich will einfach meine Ruhe haben. Ja, Holger. Ich habe auch, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, also ich habe ein paar Freunde eingeladen. Die haben gesagt, wir sollen das die Klausurphase vorbei. Ja, die haben nicht mehr Zeit für uns haben. Und dann kommen sie nicht in den Sinn. Ich meine, zu fragen, ob das okay für mich ist. Ist das okay für dich? Nein, verdammt, ich will meine Ruhe haben. Oh, ja. Du hast doch den ganzen Abend schon drauf gewartet, den ganzen Tag. Du bist heute Morgen aufgestanden und hast dir gesagt, ja, Holger. Amadeus, wir gehen nach Hause. Oh mein Gott. Du würdest dein Kind Amadeus nennen? Ja, sag das dann ja. Das ist mein Text. Ach so. Wie die alten Römer schon sagten, the show must go on. Ob das geht? Es ist ja nur minimal laut hier. Ganz minimal. Na toll, ja, die haben wir doch gekommen. Ich dachte mir, Anne wird schon irgendwelche Anweisungen geben. Ja, ich muss jetzt die Kamera einstellen. Aber ich finde das cool, ich komme nicht gut, oder? Das ist gar nicht so einfach, euch hier alle irgendwie drauf zu gehen. Ja, Lilly, geht. Soll ich vielleicht machen? Hast du einen längeren Arm, oder was? Ich habe auf jeden Fall ein längeres Schwert. Ja, das ist auf jeden Fall ein Schwert. Mindestabstand. Ja, wir dürfen spielen. Hoppala. Ingo freut sich am authentischsten. Yeah! Freut euch lieber nicht zu früh. So schnell geht das nicht. Da muss sicher noch ein Haken sein. Er hat leider recht. Was? Naja, die gute Nachricht ist immerhin, dass wir schon mal spielen dürfen. Allerdings brauchen wir jetzt für den Spielplatz noch eine extra Genehmigung. Oh, Spielplatz. Okay, welches ist der Ofentelefon? Könnt ihr euch jetzt noch aufrufen? Ah, cool! Sie hängen irgendwo. Also, sie hängen alle irgendwo hier rum hier. Ja, gut, okay. Wollen Sie mit dem Sozialamt sprechen? Gehen Sie mit dem. Oh, wie süß! Ich habe auch schon mit dem Ordnungsamt in Kloppenburg telefoniert. Kannst du mal die Kamera umdrehen, damit man sieht, was dann auf dich? Ich könnte es vielleicht nochmal bei der Kirchengemeinde versuchen. Ja, ja, das ist voll die gute Idee. Das ist doch nicht gar nicht schwer. Das kriegst du hin. Das schaffst du. Ich komme nicht klar. Wollen wir dann laut durchzählen? Ja! Okay, zwei. Wie viele? Ein Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, verkackt, sechs, sieben sind wir, sieben. Aber wehe, da kommt einer auf den Spielplatz, der da nicht hingehört. Was will der denn hier? Das hier ist ein Kinderspielplatz. Unsere Kinder sollen sich sicher fühlen. Leg mich hier vorne hin. Piep, piep, piep.
Huck, Huck. Huck, 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 Huck. So. Also, Feierabend? Es wird hier zu dunkel zum Filmen. Also, du wolltest, ja. Du wolltest Feierabend. Feierabend. Ich habe meine Video noch nicht weggemacht. Ich habe einen anderen Aufgang.